Hallo, ich bin der Gerd, ich bin Systemadministrator bei Fronius und bin für die Server- und Storage-Landschaft zuständig. Hallo, ich bin der Alex, ich bin Netzwerkadministrator und bin zum Beispiel für LAN und WLAN zuständig. Ich glaube, man kann sagen, dass beide Bereiche voneinander abhängig sind. Also es geht so quasi im Netzwerkbereich nichts ohne irgendeinen Server, der dahinter rennt, sei es jetzt DHCP oder DNS-Server. Und ich glaube, ähnlich ist es beim Serveradministrator. Okay, genau, also wir, wie gesagt, wir brauchen die Infrastruktur von der Netzwerktechnikseite her, damit unsere Server überhaupt laufen. Sei es eben, was er schon erwähnt hat, WLAN, WAN, LAN, alles dahinter brauchen wir. Ohne Sennern können wir auch nicht arbeiten. Also wir bauen aufeinander an, wir haben eine Schnittstelle und deswegen funktioniert das Ganze auch. Man muss auch ganz ehrlich sagen, Systemadministrator ist immer, die Bezeichnung ist sehr allgemein gehalten, ja, und man kann sich darunter nicht so wirklich viel vorstellen. Ja. Es gibt natürlich auch Unterteilungen, Spezialisierungen drinnen. Ich glaube, dass sich auch nicht viele drüber trauen, aufgrund von teilweise von den Anforderungen, was drinnen stehen, teilweise in allgemeinen Stellenanzeigen, das ist einfach so. Aber ich sage mal so, wenn man nichts versucht und nichts riskiert, dann wird man nichts gewinnen. Man kann natürlich sich auch immer im Betrieb noch weiterbilden. Also man kann nie von Anfang an alles können, das ist klar. Und da ist aber das Unternehmen auch so weit, dass Weiterbildungen zahlt. Und daher haben wir da einfach den Weiterbildungseffekt. Mhm. Was halt immer so ist bei unserem Berufsfeld, ist eigentlich immer so das typische Klischee. Ja, dass man wenig soziale Kontakte pflegt. Oder zum Beispiel immer vor dem Notebook sitzt. Und als ungepflegte Äußere ist auch immer so, was man denkt, dass das Klischee von einem. Unserem Berufsfeld ist von einem Techniker. Aber es gibt natürlich auch die Ausnahmen. Wir sind dann so quasi eine Ausnahme. Man sitzt nicht immer so, wie es das Klischee ist, den ganzen Tag vom Computer und macht so Arbeit, sondern man redet mit Kollegen, man hat immer Abstimmungen, man hat Termine, man hat Projekte, wo man dabei ist, was wirklich um neue Sachen geht und das ist nicht so eintönig, wie es in der Tag gestellt wird, dass man wirklich nur vor einem Notebook sitzt und den ganzen Tag arbeitet. Genau, und nur weil man Netzwerkadministrator ist, heißt es nicht, dass man nicht noch mit Werkzeug umgehen muss. Also wir müssen natürlich auch irgendwelche Geräte in ein Rack schraufen und die dann natürlich auch ein bisschen Stromkenntnis, USV, also da muss da auch ein bisschen was drauf sein.